Moin, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu Ratchet & Clank Rift Apart. Hab mir einen schönen Kaffee organisiert, das heißt, kann weitergehen. Bin wieder eingespielt, jetzt läuft die Luzi wieder. Ich sag euch das. Letzte Folge war noch ein bisschen holprig, aber jetzt, so jetzt, geben wir wieder richtig Gas. So, Moment. Wir sind immer noch auf dem Weg, den Riesenroboter da hinten wieder ins Laufen zu bringen. Mann, das Ding ist aber auch wirklich verdammt groß. Okay, let's go. Sie hat vor, den Flicker zu flicken. Also, beschert ihr einen rasch tot. Dass wir unser Schiff versenkt haben, wirst du bezahlen. Fertig, Matrosen. Okay, wir kämpfen jetzt gegen die normalen Dudes. Benutzt den Spaltstrahl bei den Spalten für einen neuen Angriffswinkel. Ah, voll die gute Idee. Immer her damit, Pierre. Ich warte darauf, dass du selbst runterkommst und mit mir kämpfst. Ich hätte wissen sollen, dass es nicht leicht wird, euch zu versenken. Aber es ist vergeben, die Fliege zu fliegen. Hast du etwas gesagt, Pierre? Ich höre gar nicht mehr zu. Hast du etwas gesagt, Pierre? Gut, dass du das nie herausfindest. Oh, so, Moment, dann wechseln wir jetzt wieder auf das da. Das mit dem Winkel klappt tatsächlich ganz gut. Die Problematik ist nur, bis ich mich gedreht habe, vergeht so viel Zeit, dass die mich meistens auch schon wieder neu anvisieren. Oh oh. Ich wollte einfach nur mal nach oben. Ja, erstmal die, die hier auf mich schießen. Jetzt gibt's einen drauf, Leute. Wie denn her? Alter, hier ist ein bisschen Eskalation angesagt. Alter, was ist denn hier nur los? Oh. Ich brauche mal ein bisschen Leben. Wenn ich denn da mal treffen würde. Wirf mich nicht mit den Versagern in einen Topf. Ich bin nur das Gesicht der Operation. Ach so. Weiter drauf, Leute. Immer ein bisschen in Bewegung bleiben. Ein bisschen Munition sammeln. Wir arbeiten uns einfach munter weiter vor. Ah, die Explosion. Oh. Ich schieße mich mal eben zu dem Dude rüber. Ist erledigt. Genau wie du. Das sehen wir dann. Wir sind dem Flicker so nah. Das werden wir sehen. Wer hier erledigt ist, Junge. Oh, diese Bomben, Alter. Die sind so übel. Eine Irre nicht zu erledigen. Guten Anstieg. Das sagt er jetzt noch, Alter. Oh oh. Oh oh. Doch, ich hab eine Menge drauf, warte mal. Hat er gerade gesagt, er will unseren Fell als Wischmopp für seinen Dreck benutzen? Das finde ich übel, Alter. Das ist eine Dissung. Ah, oh, Mist, aber hier ist nicht so langsam. Oh doch. Diesen Fettsack erstmal platt machen wollen. Juckt echt heftig. Triff den Dicken. Oh, keine Munition mehr. Scheiße. Er war so nah. Er war so quasi schon tot und ich schaff's trotzdem, ihn nochmal hitten zu lassen. Läuft bei mir. Dann haben wir echt ein Problem. Aber wozu sich schon jetzt darum sorgen? Ich wollte gerade sagen, erstmal entspannt bleiben. Das Phasenquarz wird schon reparierbar sein. Ich bin da voller Hoffnung. So.
Alter, das war ein krasser Kampf, aber hat Spaß gemacht, aber das war schon jetzt mal... Was ist das denn? Ja, Ju, der ist halt, hat sich halt selbst zerlegt. Das muss man auch mal machen, ne? Ich will mich da nicht zu sehr raushängen. Ich bin ja auch nicht unbedingt der Mega-Experte, deswegen ganz cool. Ich mache mich da lieber nicht zu sehr lustig über andere. So, jetzt ist die Frage, wie komme ich hier wieder zurück? Okay. Ist cool, cool. Weil da ist noch Raritanium und das will ich natürlich haben. Probier mal mein Glück. Wenn ich jetzt gleite, könnte es klappen. Okay. Oh. Okay, es geht nur in diese Richtung. Hm. Ich will doch mal wieder zurück, aber es scheint nicht zu gehen. Ich komme wieder, ich verspreche euch das. So, okay. Dann gibt es aber hier noch so einen Seitenweg, der sah gerade höchst verdächtig aus, oder? Seid ihr da nicht, seid ihr da mit d'accord? Hier da? Guck mal, das ist doch verdächtig. Oh. Okay, das hat auch so funktioniert. So war das wahrscheinlich nicht gedacht, aber es ist cool. Aber aufhören hier ist ja echt eklig, Mann. Ja, so richtig eklig am Start. Okay, was gibt's jetzt hier? Aha. Was sagt die Map? Hier gibt es irgendwie nix. Aber war nett, dass wir es ausprobiert haben. Wie komme ich jetzt wieder zurück? Achso. So. Ich dachte schon, los hier mit einem Nix. Okay. Dann setzen wir unseren Weg nach oben hin mal fort, meine Lieben. Okay. Whoa. Und jetzt? Wo geht's jetzt hin? Ah, wir werden wieder rutschen. Okay, let's go. So. Was war denn das? Oh, ich bin so kacke. Also ich hab's echt das Talent genau in der richtigen Situation. Wenn das Phasenquarz irreparabel ist. Oh, guck mal. Dann haben wir echt ein Problem. Aber wozu sich schon jetzt darum sorgen? Das war alles on purpose, nur um hier nochmal an das Raritanium ranzukommen. Wirklich. Ich bin komplett mit Absicht gerade verreckt. Ja, versuch mal dein Glück. So, dann nochmal. Diesmal werde ich hoffentlich nicht versagen. Ups. Aber süß ist sie. Ist auch was nicht. So, los geht's Richtung Flicker again. Man muss halt einfach nur auch die Sprungdinger treffen und dann geht es auch schon. Wie ihre Öhrchen auch am Wedeln sind da. So geil. Okay, let's go. Diesmal wird alles besser werden. Vertraut mir. Seht ihr, das geht. Genau. Man muss einfach nur... Flicken wir den Flicker? Hm. Ja. Wir müssen ihn wohl erst einschalten. Okay. Wurde er wegen seines Defekts ausgeschaltet? Das muss der Einschalter des Flickers sein. Ich hoffe, der Flicker ist jetzt nicht gleich ein riesiger Fettendgegner. Wahrscheinlich schon. Wollen wir wetten, dass der Flicker nicht erfreut sein wird, dass wir ihn aktivieren und dann müssen wir den erstmal besiegen. Dann wird er freundlich und wird unseren Wunsch erfüllen. Darauf erstmal noch ein Stückchen Kaffee und dann werden wir den Schalter mal aktivieren. Heute ein Anna, ne? Auf geht das. Zack. Und Power on. Rotes Auge ist immer schon mal nicht so geil. Hallo? Bist du, okay? Nein. Ich bin kaputt. Wie alles andere hier. Nichts kann repariert werden. Oh, immerhin. Oh je. Gar nichts! Wow! Ja, wenigstens sind die Piraten erledigt. Okay, jetzt geht die Action ab. Ich bitte aufs Gleiche. Oh, shit.
Oh, kacke, ich war komplett... Sorry, ich war jetzt komplett perplex und hab einfach nur diesen Roboter angeguckt und gleich geguckt, wo wir hingleiten. Scheiße. Konzentriere dich bitte aufs Gleiten. Alter. Ich bin gerade ein bisschen amazed, deswegen. Ich war jetzt einfach wirklich reell so amazed. Alles nieder. Schrott, voraus. Wow. Wow. Oh, oh Gott. Okay, wir schaffen das, Leute. Wir schaffen das. Los und vergänglich. Zerstörung ist unser Normalzustand. Okay. Ist er jetzt der Brecher? Ah, noch ein Gebrochener. Du musst deine Gebrochenheit akzeptieren. Spricht er gerade über mich? Wegen deines Arms? Hör nicht auf ihn, Boats. Wenn du gebrochen bist, bin ich's auch. Und ich finde uns ziemlich cool. Ja. Wir haben ja beide einen kaputten Arm, insofern. Hast du eine Idee? Denn mir fällt es schwer nachzudenken, während ich vor einem riesigen, mörderischen Roboter flüchte. Ich arbeite daran. Alter, Leute, ist das mal geil oder ist das mal geil inszeniert? Was ist denn da los? Jetzt ernsthaft. Toll. Repariere ist Erleuchtung. Doch ich verdiene keine Erleuchtung. Mir fehlt die Weisheit. Weisheit? Ich habe eine Raritanium. Idee. Bin ganz Ohr. Okay, wir haben eine Idee. Oh, Scheiße. Ich bin gebrochen. Ich kann nicht flicken. Ich bin unflickbar. Nicht fallen, nicht fallen, nicht fallen. Oh, du Scheiße. Einfach alles fällt auseinander. Aufhören, bitte. Ich bin repariert. Was machst du denn da? Improvisieren. Ich mag anders sein als vorher, aber dank dir weiß ich, ich bin immer noch Clank. Ich bin sehr erleichtert. Als die Volade mich um Schutz baten, hat mir das die Augen für wirklich sehr viele kaputte Dinge geöffnet. So viele davon. Und das hat dich erschüttert. Doch jemand anderes flicken zu können und zu sehen, dass noch nicht alles verloren ist. Wie kann ich euch dafür nur jemals danken? Kannst du das flicken? Jawoll! Vielen Dank. Ihr habt gerade einem alten Riesenroboter neue Hoffnung geschenkt. Ich bin es, der euch danken muss. Ach Gott. Das Game ist so geil. Also jetzt mal ernsthaft, was ist denn da gerade abgegangen? Zurück, okay? Ja, ich hoffe, Ratchet hatte es leichter, einen neuen Dimensionator zu bauen. Okay, das... Und? Ich muss mich erstmal fachen. Reden wir darüber, dass du mich vorhin gerettet hast? Hab ich das? Hast du. Das scheint selbst in meiner Dimension deiner Art zu sein. Danke, Rivet. Ach Gott, die zwei sind so knuffig. Gott, das ist alles so knuffig. Das ist so gut gemacht, Mann. So, hab ich genug Geld für eine neue Waffe? Ich hätte gerne den Todeshandschuh. Der ist tatsächlich richtig witzig. Ich zeige ihn euch nochmal, damit ihr es einmal sehen könnt. Vorschau. Zum Zielen und dann komplett um deine bösartige Armee von Wadenbeißern zu entfesseln. Den kann man tatsächlich relativ geil aufwerten und dann hast du nachher eine unfassbar riesige Armee am Start. Mega gut. So, gibt es hier noch irgendwas? Erstmal nicht, wir sind tatsächlich done.
Die Welt ist auch gar nicht so groß, obwohl die sehr groß wirkte, aber das war jetzt einfach nur noch crazy, oder? Hast du ihm von meinem Premium-Shot erzählt? Was meint er? Ach egal, ich erzähl's ihm. Ja, mach mal ruhig. Okay, jetzt können wir zurück. Das war crazy, ohne Scheiß. Wie krass das auch inszeniert war. Du, gar kein Problem, ne? Ich freue mich, dass ich euch helfen konnte. Ich mache mich dann auch wieder auf, weil wir müssen weiter, ne? Wow, 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 wow! Ich glaube, das macht eine Menge Spaß. Aua. So. Okay, dann ab dafür. Alter, ich bin einfach in Love mit ihr, Alter. Sie ist einfach cool. So, zusätzliche Missionen haben wir nur noch hier halt. Das ist... Auf in die Arena. Meine Waffen können eine Aufstufung brauchen. Könnten wir eigentlich auch mal wieder machen, aber ich habe irgendwie keinen Bock auf Arena. Arena finde ich voll lame. Heben wir uns mal auf von Ende. Jetzt geht's mal hier weiter. Schmiede den Dimensionator. Wenn man einen neuen Dimensionator bauen kann, dann Ratchet. Ja, zum Schmieden des Dimensionators musst du die Rubion-Schmiede des Imperators benutzen. Oha! Das heißt, wir sind auf dem Imperator-Planeten. Ich schätze, Ratchet kommt gerade gut klar. Ich schätze auch mal. Und wenn ich das richtig gesehen habe, hat Rivet die Stimme der neuen Lara Croft, also aus dem Reboot. Diese Lara Loft-Stimme. Weil die macht das mega gut, die hat voll die gute Stimme und die passt auch super. Bin ganz verliebt in diese Stimme, weil sie so gut auch zum Charakter passt. Ach, der Humor ist auch so gut. Ach, Leute, ich schwärme wieder. Ist ein Ozean. Ziemlich cool, oder? Und stell dir vor, wenn wir dieses Ding schmieden und die Dimension retten, kannst du ein ganzes Universum erkunden. Hast du denn keine Angst vor der Zukunft? Wo doch so viel ungewiss ist. Ich hab schon, du hast auf Savali gefragt, ob ich meine Familie finden will. Eine lange Zeit wollte ich das auch. Ich meine, das wollte ich wirklich. Aber je näher ich diesem Ziel kam, was, wenn sie ganz anders sind? Was, wenn sie mich ganz furchtbar finden? Ich meine... Okay. Wir sind da. Na dann mal los. Die Kedaro-Station birgt die geheimsten Forschungen des Imperators und die einzige Rubion-Schmiede, die mächtig genug für den Bau des Dimensionators ist. Also unsere einzige Chance. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Gut, ich würde sagen, wir starten nochmal direkt mit dem Todeshandschuh. Dann können wir den mal ein bisschen leveln. Gepriesen sei der Imperator. Unsere Proteinwürfellieferung ist da. Nein, Preist den Imperator! Der Aufzug kommt runter. Hoffentlich ist das nicht der einzige Weg in die Station. Sind meine kleinen Dudes schon weg? Ja, warte mal. Wir wechseln mal wieder. So, vorsichtig und ohne Hast. Gibt es irgendwo eine Anzeige, wo man sehen kann, wie viel von den kleinen Dudes am Start sind? Damit ich weiß, wenn ich nachproduzieren muss. Die sind halt nachher wirklich imbar, muss man, also damals waren die zumindest ziemlich krass. Wenn man nicht gut war, dann hat man immer gern die genommen, weil die halten dir wirklich vor allem bei größeren Gefechten viel vom Leib. Und dann hast du halt Zeit, dich in Ruhe um die dicken Klopper zu kümmern. Hallo! Den haben wir hinüber. So, meine Kleinen. Ist der Haupteingang wohl tabu? Können wir uns umsehen? Es muss noch einen Weg geben. Ich bin mir sicher, dass es noch einen zweiten... Es gibt immer einen Weg. Ja. Wir schauen uns natürlich um. Ist da oben am Start? Das sieht so verdächtig aus. Findet ihr nicht auch, dass da... Verdächtig sieht es aus. Und Mrs. Sofcon ist hier irgendwo auch, ne? Hier sind nur so zwei kleine Dudes. Moin. Ach, der Hahn schon wieder am Creme. Unnormal.
Ja, Hahn ist doch gut. Meine Lieben, ihr hört ihn nicht, aber ich höre ihn. Der Hahn ist am Krähen und ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle mal wieder so einen ganz kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst es bei den Däumlein da. Ich muss mal drehen aus den Augenwischen vor Geilheit, Alter. So ein gutes Game. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst es bei den Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich, wie immer gerne unter Video posten. Macht den YouTube-Algorithmus glücklich und ansonsten sehen wir uns gerne im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.